So Karl Schmidhofer von der ÖVP und Ruth Becher von der SPÖ. Ruth Becher ist die nächste Rednerin am Wort. Ja, danke schön, Frau Präsidentin des Rechnungshofes, sehr geehrte Damen und Herren. Ganz kurz zur überbetrieblichen Lehrausbildung zu diesem Bericht, der mir sehr am Herzen liegt, da es nämlich sehr konkrete und grundsätzliche Gründe auch dafür gibt. Denn die überbetriebliche Lehrausbildung ist ein ganz wichtiges Netz, das Jugendliche auffängt, die aus welchen Gründen auch immer keine Lehrstelle gefunden haben, die mit der Lehrabschlussprüfung sind sie dann mit anderen Lehrlingen aber gleichgestellt, wenn sie diese Ausbildung machen. Und für leistungsschwächere Jugendliche besteht auch die Möglichkeit, hier eine verlängerte Lehrzeit zu ermöglichen. Die Alternative wäre, wenn junge Menschen an der Schwelle zum Berufsleben stehen und stolpern, dass hier sehr viel schief gehen kann. Sie erwerben dann oft nicht die notwendigen Qualifikationen, haben nicht die notwendige gesellschaftliche Anerkennung, und mit dem Erwerb eines geordneten Alltags ist es auch sehr problematisch, auf den Markt dann zu bestehen. Daher ist es so eine Ausbildungsserie ganz wichtig, und in der Praxis wäre, wenn das nicht funktioniert, wären die Folgekosten natürlich enorm hoch. Das brauche ich hier nicht extra aufzuführen. Ich konnte mich in mehreren persönlichen Besuchen bei so einer Lehrwerkstätte auch davon überzeugen, von der Qualität und was dort in Wirklichkeit auch geleistet wird. Und ich kann mich erinnern, ein sehr langes Gespräch mit einer jungen Frau, die die Ausbildung zur Automechanikerin gemacht hat, und sie hat damals gerade ein Auto, ist ganz komplett zerlegt gewesen, und es war Zeit und Ruhe da, und ich denke immer, diese Atmosphäre, die dort herrscht, ist in einem Betrieb oft gar nicht möglich. Es ist eine sehr hochwertige Ausbildung, die den jungen Menschen dort ermöglicht wird. Und da gelingt es auch oft viel besser, Frauen in technische Berufe einzuführen und ihnen diese Ausbildung zu ermöglichen. Zum Rechnungshofbericht selbst ist schon gesagt worden, die Kosten sind im Zeitraum 2016 bis 2019 in etwa 18.000 Euro pro Lehrling und pro Jahr. Der Erfolg bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt ist nach Abschluss in etwa bei 50%, und das ist eine sehr schöne Größenordnung. Die Empfehlungen sehen vor, dass die Programme künftig bessere Daten liefern, um bessere Vergleiche auch bei den Benchmarks erstellen zu können. Und außerdem sieht der Rechnungshof die Notwendigkeit vor, nämlich die Variante betriebsnähere Ausbildungsvarianten über 2 zu stärken. Ich hatte im letzten Rechnungshofsausschuss den Eindruck gewonnen, dass an diesen Teilverbesserungen gearbeitet wird, und es bleibt zu erhoffen, dass diese wertvolle Ausbildungsschiene als Erfolgskonzept auch weiterhin zur Qualifikation von jungen Menschen bestehen bleibt. Vielen Dank. So, Ruth Becher von der SPÖ.